Wie schneide ich das Fell meines Yorkshires selber? Ich werde es euch zeigen anhand dieses Videos. Ja, unsere kleine Yorkshire-Dame ist hier unser Model. Wir kämmen sie natürlich erstmal alle Knötchen raus. Und was ich euch empfehlen würde, auf gar keinen Fall eine Stundenprozedur daraus machen, sondern mit vielen, vielen Pausen. Denn wenn der Hund erstmal nervös ist oder es nicht so gerne mag, dann auf jeden Fall viele, viele Pausen machen. Es ist ja auch egal, ob man es in einer Stunde geschnitten hat oder in einem Tag oder so, je nachdem, wie viel Zeit ihr natürlich habt. So, Augen zu halten. Diese Bürste, die ich hier verwende, ist eine Drahtbürste mit Puffer, damit man nicht zu doll auf die Haut kommt. Die Drahtbürste ist abgeeckt. Die hat so Winkelbürste, damit man eben nicht auf die Haut kratzt, ne? Dass es für den Hund sehr angenehm ist. Ich mache euch aber da ein Video drüber, was ich da benutze. Ich benutze hier die Bürste und natürlich einen Stielkamm und eine Haarschneideschere. So, frisch gekämmt geht's ans Werk. Luna ist eine, wie ihr schon seht, kopierte Hündin. Gott sei Dank ist es hier in Spanien jetzt nicht mehr erlaubt, den Hund zu kopieren. Was ich persönlich besser finde, ich hätte es gerne mit Schwänzchen gehabt. Aber naja, was soll man machen? Trotzdem unser Schätzchen und unser Kleine. So, ich schneide erstmal grob vor. Nur grob. Vorsichtig so, ne? Immer damit rechnen, dass der Hund sich umdreht. So, Knötchen raus, ihr seht, ne? Ziemlich viel Fell. Wobei man hier bei Luni auch aufpassen muss mit dem kopierten Schwänzchen. Aber sie kennt das schon, sie zieht den so ein, dass man da gar nicht drankommt. So, diese Art zu schneiden, die ich euch jetzt hier zeige, ist natürlich nur für Profis. Friseure oder alle, die ihren Hund wirklich gut kennen oder sich das auch zutrauen. Niemals so einfach schneiden, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Ich kenne das jetzt und habe das schon sehr oft gemacht. Habe auch mit meiner Hundefriseurin zusammen viele Tricks und Kniffe ausprobiert und die zeige ich euch heute. So. Ja, Luni, machen wir eine Pause. Mal eine Runde gespielt. So. Schneiden wir hier vorsichtig nochmal ab. Wie gesagt, diese Art und Weise wirklich nur für Profis. Zeige euch aber gleich noch, wie es jeder kann, wie es wirklich narrensicher ist. So, ja. Also ich fürchte, wir werden gleich nochmal eine Pause brauchen. Wir haben es ja heute 40 Grad in Spanien und das ist echt schwüle 40 Grad im Schatten. Und das ist natürlich auch für den Hund dann eine Prozedur. So, dies hier ist schon etwas sicherer. Man nimmt die Haare zwischen die Hände und schneidet dann. So könnt ihr euren kleinen Moppel auf gar keinen Fall schneiden. Ja, es wird schon unruhiger. Ich fürchte, wir werden gleich eine Pause brauchen. So, Achtung auch, wenn da Hoden sind bei Rüden oder auch die Lulu, ne, wie ich sie nenne. Und auch hier vorsichtig, dass ihr da auf gar keinen Fall in die Weichteile schneidet, denn das endet in einem Tierarztchaos. Also dann lieber einen Hundefriseur aufsuchen, wenn ihr euch da nicht sicher seid und lasst es bitte von da schneiden. Man kann es natürlich auch mit einem Schermaschine machen, aber viele Hunde haben Angst vor dem Geräusch, so wie auch Luni und deswegen machen wir das alles mit einer Schere. Ja, ich habe schon gut antrainiert, habe mir auch auf die Finger gucken lassen. So, ups, seht ihr, da setzt sie sich hin. So, hier auch. Wie gesagt, das ist die Variante für Profis, aber es gibt auch gleich noch eine auf jeden Fall narrensichere Variante. Ja, aufpassen, bei Rüden und auch bei Weibchen. So, das ist die sichere Variante. Zwischen den Fingern die Haare und dann schneiden. Das ist auf jeden Fall, da könnt ihr euren Hund immer schneiden, da braucht ihr euch nicht sicher. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass ihr euch selbst schneidet und das kann man dann allemal verarzten. Da braucht man nicht gleich zum Tierarzt oder hat einen bösen Schnitt in irgendeine Weichteilsache. So, guck, da finden wir noch einen Knoten. Langsam wird es unruhig, wir gehen mal Pause machen. So, da sind wir wieder. Kurz mal schnell die Kameraposition wieder ausjustiert. So, seht ihr noch sehr viele Haare. Jetzt zeige ich euch, wie man das hier oben, ich mag es gerne in runden Hintern, ich mag es nicht geschoren. Unsere wird auch nicht geschoren. Diese Art und Weise zu schneiden kann man auch für Seiten, Brustfell, Nackenfell und so weiter verwenden. Man macht es neben zwischen den Finger. Natürlich kriegt man es da nicht auf 3 oder 4 mm, wie manch einer das haben will. Ich mag es nicht, weil es ist auch nicht hundegerecht. Das Fell ist ja nun auch im Sommer dazu da, den Hund zu kühlen. So.
Wunderbar, aber hier, da bleibt ja alles hängen. Die Pipi bleibt hängen, die kleinen Körtelchen, die Kletten, wenn man im Wald spazieren geht, weil das ganze trockene Gras und das ist auch für den Hund eine Quälerei, wenn es da dann immer hängen bleibt. So, demzufolge schneiden wir schön. Vor allem sieht man dann auch mal diese super tollen Yorkshire-Farben, die da noch drin sind. So, und das ist auf jeden Fall die super sichere Variante hier, seht ihr? Perfekt. So schneidet man. Ja, dann immer gut durchkämmen zwischendurch. Ihr wollt ja auch wissen, ob ihr irgendwo vielleicht noch ein Haar zu lang habt. Ich nehme hier nochmal zur Sicherheit die Bürste und kämme nochmal alles nach hinten, um zu sehen, wie sieht's aus, ist was zu lang. So, da ist noch ein bisschen eine kleine Stelle hier, da. So, immer schön die Finger dazwischen, dann kann nichts passieren. Bisschen ausjustieren. Perfekt. Ja, ihr könnt ja mal unter dem Video kommentieren, ob ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Oder auch wenn ihr dann die Erfahrung anhand dieses Videos gemacht habt, schreibt mal darunter, wie eure Erfahrungen waren. Würde mich echt interessieren, ob es euch geholfen hat mit den Fingern und die Haare dazwischen. Weil das ist auf jeden Fall eine sichere Variante. Ne? So. Wunderbar. Dann ist natürlich jetzt hier an den Beinchen viele Weibchen, die sich ja hinhocken, die haben dann an den Beinchen unten die Haare dann immer nass, ne? Oder auch Rüden, die dann kackeln und dann, ja, bleibt die Kacki vielleicht am Bein hängen. Also ich schneide hier hinten bis zu dem, wie nennt man es, Knie, schneide ich es immer noch ein bisschen kurz, damit, also nicht zu kurz, ne? Ich mag es nicht zu kurz, bisschen so, das aussieht wie ein Teddy. So, wunderbar. Dann schneiden wir es hier, die langen Zettelchen da auch noch ab, auch dazwischen, weil wenn das verknotet ist und man zieht darum, dann, ich weiß nicht, wie eure Hunde sind, aber Lunichen jault dann, also nicht jault, aber sie fiepst dann und das mag sie überhaupt nicht gerne da so gekämmt werden. So. Auch wenn es hier jetzt vielleicht nicht so scheint. Aber Luni ist halt ein sehr ruhiges Gemüt und wie gesagt, wir machen ja auch Pausen, gehen spielen, gehen Gassi. Ja, machen das nicht alles in einer Stundenaktion, dass sie jetzt stundenlang da stillhalten muss. So, guck. Sieht doch schon viel besser aus. Jetzt kommen auch die Farben wieder durch. Ich kämme das dann immer noch mal in alle Richtungen, um zu sehen, wo haben wir da was vergessen. Ja, das seht ihr aber auch beim Spazierengehen oder beim Toben, dann seht ihr das auch. Ne? So, hier nochmal das Gesicht. Ich mag gerne ein rundes Gesicht. Jeder ist ja Ansichtssache, mag ein anderes Gesicht. Es gibt ja auch welche, die mögen diesen Yorkshire-Schnitt, diesen typischen. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil den kann ich nicht. Viele mögen es auch noch kürzer im Gesicht, so dass, ja, wie eine Katze zum Beispiel oder wie ein Schäferhund, ne, so kurz. Ich mag es nicht, ich mag eher so ein Teddy-Gesicht. Ich stehe einfach auf Teddys, nicht nur wegen dem Hund, sondern einfach, es ist ein Yorkshire. So. Sollte auch ein bisschen danach, ja, natürlich gibt es da auch, also ich finde es auch nicht schlecht, ne, wenn die Haare bis auf den Boden haben, so einen typischen Yorkshire-Schnitt haben. So. Hier finde ich das an den Seiten noch zu lang, da hängt dann immer das Futter drin oder je nachdem. Luni ist ja sehr agil, wir gehen schwimmen, wir gehen im Wald, wir gehen toben, wir machen alles. Achtung, auf der Ohren, ne? Wenn ihr dann so schneidet und ihr habt da so eine lange Schere, dass ihr nicht in die Öhrchen schneidet. Luna kennt das, die macht die Öhrchen nach hinten. So, immer schön gucken, ne? Ob es euch gefällt. Schneidet am Anfang nicht zu viel ab, tastet euch lieber ein bisschen ran. Super, guck, das sieht doch gar nicht so schlecht. Auch auf dem Kopf kann man das so machen. Ich mache dann immer ein Zöpfchen oben und dann schnibbeln wir es ab. Fertig, perfekt. Guck, ja, so langsam Nase voll, ne? Wir machen mal wieder eine Pause. So, anschließend gucken wir nochmal, wo haben wir jetzt hier... Da ist mir nämlich noch was aufgefallen, Küsschen, liebes Mädchen. Ist mir nämlich irgendwo, ist mir da noch was aufgefallen, das justieren wir noch eben nach. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen oder auch Mut gemacht, um euren Yorkshire auch zu schneiden. Dann spart man auch die Kosten, ne? Aber wie gesagt... Wenn man sich nicht zutraut, dann besser einen Hundefriseur, lieber da die Kosten ausgeben, als den Hund irgendwo böse zu schneiden. Das muss nicht sein. Ja, wir würden uns sehr über ein Abo freuen, oder ich mich zumindest, und Luni natürlich auch, deswegen sage ich wir, weil sie hat so brav stillgehalten und ja, ich finde es klasse.
wie sie jetzt gleich aussieht. Das Endergebnis seht ihr gleich noch, aber wenn ihr abonniert, dann verpasst ihr solche Videos nicht. Ich werde euch auch noch die Bürste vorstellen. Und ja, wenn ihr wollt, schreibt auch gerne drunter, was ihr euch noch interessiert. Welche Fragen habt ihr noch? Ich mache euch da gerne Videos von, wie zum Beispiel schneide ich die Krallen oder wie schneide ich zwischen den Fötchen, ne? Kein Problem, ich mache das, ihr müsst nur was sagen. Schneide ich ja klar, mache ich euch ein Video von. So, guck mal, das sieht doch, ja, so langsam wird es sehr unruhig. Ich denke, jetzt müssen wir auch langsam zum Ende kommen, ne, Lunilein? Ja, das auch. So, ich zeige euch noch auf jeden Fall noch das Endergebnis jetzt gleich, nachdem ich alles auch nochmal nachgeschnitten habe. So, jetzt ist das jetzt danach, jetzt sind wir dann gleich spazieren gegangen. Und eine andere Position. So, ich finde, das sieht so nicht schlecht aus. Auch der Hintern, jetzt war ich einen Tacken zu spät. Und hier das Gesicht. Klar ist das ein oder andere nicht perfekt, aber ich bin ja auch kein Hundefriseur. Aber für einen Selbstschnitt muss ich sagen, mir gefällt's. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Selbstausprobieren. Vergesst das Abo nicht oder das Like, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, ne? Wie wir es ja auch alle kennen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt bei Heizies World und eurer Heizerbraut und wünsche euch viel Spaß beim Selbstausprobieren. Tschüss!